Ja, nicht vorgelesen. Mir wurde nichts gesagt von irgendwelchen Subscribern. Hätte ja sein können, weil du hast so gesagt, dass du dein Ding nicht anhattest, Nee, dein. ich habe das Ding wieder angemacht zwischendurch. Ach so, ah, Aber ja, es hat einfach shit. keiner subscribed, Digga. Das ist Wow. manchmal, bei anderen Leuten, ja, ist es manchmal so, dass man halt nicht die ganze Zeit Subscriber kriegt. Shinx One subscribed auch gleich bei dir, bin ich mir absolut sicher. Nee, glaube ich nicht. Okay, ich glaube, das war's, oder? Ja, war auf jeden Fall lustig, Ich glaub glaube, das war's. Ich mir. glaube, Ich hatte gecallt, dass ich gewinne und. Nein, Ach du Quark. Scheiße, eigentlich müssen wir jetzt weiterspielen. Eigentlich schon, ja. Wir können so off-camera weiterspielen oder vielleicht, wenn die Leute überhaupt noch mehr von uns sehen wollen, ja, zum Beispiel den Analytiker Daniel, ja, so wie ich gerade so nett vom Screencheck genannt werde. Guck mal, wir können ganz kurz, bevor wir aufhören, du Wir nimmst machen ja gerade noch nochmal. auf, oder? Komm, Wir müssen warte. nochmal machen. Nur um zu zeigen, warte, dass das Twitch-Chat so toll ist, gucken wir jetzt mal kurz, was gepostet wurde. Okay. Somewhere in a parallel universe, Fish Cop wins against Moondyne. Wollen wir das übersetzen? Irgendwo in einem Paralleluniversum, Fishcomb gewinnt gegen Moondyne. Alles klar. Oder gewinnt Fishcomb gegen Moondyne. Okay, alles klar. Was haben wir da noch? Magfundai. Aktueller Death Counter 113. Wie kommt das nur zustande? Oh mein Gott. Ach so, der kommt zustande, weil ich doch davor habe ich doch Ja, Titan Souls genau. gespielt. Alter. Daniel ist ein richtiger Tryhard. Der Chat lädt nicht in meinem lustigen Chatfenster hier. Doch jetzt. Jetzt. Give more. Lizard hat sich bei dir gemeldet, weil deine Viewbots. Yay, neuer Oh Like. mein Gott! Wir haben einen neuen Subscriber. Wie Haben kann wir? das denn passieren? Theo and the Catman. Theo. Ist das jemand von dir? Genau, das ist meine Moderatorin. Theo, the Catman, willkommen. Danke fürs Subscriben. Cooler Typ oder Typin. Herzlich willkommen im Teich. Du heißt jetzt Flossengenosse, ist mir scheißegal, ob du das willst oder nicht. Mach du, ich bin begeistert. Ich wünschte, ich könnte Gitarre spielen. Viele wünschen sich das, die wenigsten können irgendwelche Sachen machen. Ja, richtig. Das Talent Komm, ein Spiel sozusagen. noch. Ein Spiel Okay, noch. komm, machen wir noch eins. Okay. Ein letztes Ich spiele mit Spiel. meinem Controller, okay? Ich habe wirklich, wenn ich habe keine anderen Karten, das ist das Problem so. Ich könnte mir schnell was zusammenbasteln, wenn du noch Zeit hast, aber Nee, nein. das ist Zusammenbasteln, das macht doch, das bringt doch jetzt nichts. Ich könnte aber ein Fun-Deck spielen gegen einen Control Warrior. Ja, klar. Aber Face das ist Hunter? dann. Oder komm, oh ja, jo, du baust jetzt einen Face Hunter und dann spielst du gegen mich, okay? Nee. Komm bitte. Nein, ich mache keinen Face Hunter. Ich spiele jetzt ein Aber Fun-Deck. als du letztens in Twitter gepostet hast, dass du mit deinem Face Hunter mega lustig den einen Typen abgezogen Digga, hast. wir rekapitulieren, wie der Titel war von dieser Folge. Die hieß In Your Face, Bei Fischkopf. Komma. SM Org. Ich wiederhole nochmal. In Your Face, Komma. Facehunter. Ausrufezeichen. Ja, weil du den Face Hunter gespielt hast, oder nicht? Also jetzt widersprichst du dir so ein bisschen. Zuerst hast du einen Face Hunter Ich gespielt und jetzt wiederhole es nicht jetzt mehr. nochmal, ja? In Your Face, Komma, Ich bin ganz kurz was trinken wollen. Facehunter. Ich bin noch hier. Ich kenne den Trick. Okay. Ich kenne Okay, den alles klar. Trick. Ja. Ich habe ihn Der ist auch selbst schon recht sehr neu. oft angewandt. Der ist Ich ganz muss gut. kurz die Arena kaputt machen, Moment. Das Schild, die Tür. Ich habe das Wow, manchmal probiert, Shadowboxer. ne? Wenn der Gegner dran ist, in der Zeit schnell alles Oh, kaputt machen, was geht. das ist richtig hart. Okay. Gut. Das wollte ich. Bin mir sicher. Genau das wollte ich. Jetzt kann ich die beiden hier nicht spielen. Ärgerlich. Aber irgendwas muss ich ja spielen. Eigentlich hätte ich was spielen sollen, ne? Ich hätte was spielen sollen! Aber es ist ein Ja. Fun-Deck. Leute, es ist ein Fun-Deck. Hallo, Und hast du Lekunga. Spaß? Ich hab voll Spaß. Es hört gar nicht auf mit dem Spaß hier. Guck mal, jetzt krieg ich auf die Schnauze. Okay, ich spiel jetzt doch. Ich hätte es vorher spielen sollen. Ich hätte es. Oh, er greift nicht an. Das ist ein bisschen BM, was ich gerade machen muss, zugeben. Wow, Matt Bomber. Ja. Huiuiui. Vielleicht erkennst du ja, was der Fun an diesem Deck sein soll. Hartes RNG-Deck auf jeden Fall mit Yes. Shadowboxer. Es Ja, heißt nice. RNGesus. Und jede Karte hat irgendwas mit RNG zu tun. Cool. Gefällt mir Jede. das Deck? Ja, ist Es natürlich gefällt dir? voll. Ja, das gefällt mir tatsächlich. Mir gefällt das Leben sozusagen des Decks. Es ist Ich auch. habe halt hier super serious, keine Ahnung. Yes, try hard and shit. Richtig, genau.
Es ist halt mega lang, also mega doof sozusagen. Aber mal sehen, was passiert so. Wer weiß. Kriegst du jetzt eine Karte dafür? Nee, ne? Nee, nee. Alter. Wir sind. Was? Ach, du hast die Coin. Oh, du Benne. Ja. Ach, das ist natürlich schon cancerous, so klar. Benne. Okay. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Ich habe zwei Karten des Decks gesehen, aber ich habe gesagt, mir gefällt das Theme des Decks. Ja? Sozusagen, dass alles an dir ist. Weil jemand schon wieder mich angemeckert hat. Ja, ich kenne das. Oh mein Gott, wir haben neuen Subscriber! Oh, wer denn? Shinx 1! Ah, called it! Das ist er, ne? Das ist hier. Das ist der Lasse. Dr. Lasse, ne? Oh, den habe ich kennengelernt. Ja, genau. Ey, für dich gibt's auch jetzt gleich einen Song, warte mal. Übrigens, nur so ganz nebenbei, ne? Was ist eigentlich mit der Szene, also mit unserer Aufnahme passiert, wo ich dich verprügelt habe und wir den Kameramann zusammen verprügelt haben? Achso, nee, die hab ich nicht aufgenommen. Die hat ja jemand anderes aufgenommen. Haben die jetzt irgendwo so im stillen Kämmerchen die Aufnahme und wollen die nicht rausbringen oder so? Oder? Ich habe noch nicht mit denen darüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt hier gerade Sachen machen und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt mache. Der muss halt sterben. Deswegen muss ich jetzt diese Karte aufopfern, um einfach nur das hier zu machen. Weil ich muss, der muss weg. Der muss weg. Er darf nicht da bleiben. Er muss weg. Er muss weg. Lasse. Du bist klasse. Danke fürs Subscriben. Lasse. So klasse. Das reicht. Geiler Typ. Jetzt kannst du Emotes benutzen. Lasse. Du musst mitsingen eigentlich immer, ne? Okay. Schön, Lasse. Weiß nicht, ob ich klasse Typ in Zusammenhang Lasse über die Lippen bringe, deswegen. Das ist halt das Einzige, was sich auf Lasse reimt. Oh. Das war ja toll. Hast du aber richtig Feines bekommen. Das lief ja richtig gut. Komm, der kann auch noch mit raus. Einmal den. Oh. Ach, komm schon. Du machst jetzt zwei Arme. Aber ich habe Rüstung gekriegt. Bumm. Oh. Das war tatsächlich sehr geil. Das lief cool. Arsch. Ja, du controlst ganz schön. Ist das mal aufgefallen? Ich weiß auch nicht, wieso ich das tue. Keine Ahnung. Könnte fast ein Control Warrior sein. Spielst du das Spiel nicht auf Deutsch oder auf Englisch? Ich hatte Englisch. In den Cup gesehen. Ah, sehr gut. Der Cup musste auf Deutsch gespielt werden. Tatsächlich? Oh Gott. Swing. Wow, was ist das denn her? was mach ich jetzt? Oh, wie viele von den Dingern hast du denn geklaut? Ich habe letztens 3 Ragnarösse in einem Spiel selber gehabt. Das war geil. Hallo, Alex! Autsch! Ja, ich habe jetzt ein kleines Problem. Das glaube ich, ja. Ah, oh. Oh. Jetzt wird's lustig. Weißt du, was diese Legendary macht? Ja, natürlich. Das Lustige ist, dein Ogre trifft jetzt 100%. Das ist interessant. Die kennst du sich, glaube ich, gegenseitig aus, die 50%. Das Ding triggert ja nicht jedes Mal. Ist das nicht so? Ah, ja, stimmt. Naja, diese Dinger triggern halt nur bei 50%. Also bei einer 50% Chance. Das heißt, wenn der jetzt triggern würde und der andere triggert auch. Geht das überhaupt? Was machst du denn da? Autsch. Oh nein! Tu das nicht! Nein! Nein! Ich weiß nicht, ob ich liefe übrigens. Vermutlich habe ich übrigens liefe. Ah, nee, wegen Mogo schon allein nicht. Nee, wegen Mogo allein schon nicht. Ich meine, ich hätte gerade. Ach so. Ja, okay. Also oder? Ich bin jetzt. Nee, stimmt, ich habe es tatsächlich gemisst. Fuck, ja. Alex hätte die einfach nur. Aber alle hätten halt treffen müssen, ne? Ja, richtig, aber mit meinem Gore-Hall habe ich ja deinen Mogor kaputt gemacht und mit anderen Worten hätte ich einfach 18 in dein Gesicht geben können.
Genau, also rein theoretisch. Ja. Hättest du ihn aber nicht erstmal kaputt gemacht, sondern quasi dann mit den Minions in mein Gesicht gehauen, hätte es auch sein können, dass die. Nee. Du hast also, ja den. Okay. Genau, ich habe mit dem Gorehowl ja den Umoga kaputt gemacht. Und deswegen hatte ich sichere 18 Damage. Hatte ich natürlich jetzt übersehen, ist ärgerlich. Aber ist ja nicht so, als wenn du ein Tree of Life oder zwei Healboards hättest. Ach, Kacke. GG, wa? Ich überlege gerade, ob ich es noch irgendwie spannender machen kann. Ja, natürlich, natürlich. Das war total unfair. Ich möchte noch einmal mit dem Fun Deck gegen dich gewinnen. Dass du nur ein Deck hast, macht mich ein bisschen traurig. Ja, das könnte natürlich ein bisschen mehr Vielfalt haben. Oder ich probiere es nochmal hart. Oder du machst. Okay. Gannon! Schon wieder der Gannon tot, Alter! Ja. Ah. Miss Liefel! Siehst du, das Screenshot ist fantastisch. Gott, ich liebe ihn. Ja, guck mal, das ist echt ein Problem so. Ich muss halt überlegen, mit den Legendaries, die ich habe, in was muss ich denn noch spielen? Ich habe halt wirklich nichts. Ich kann keinen Handlock spielen. Okay, pass auf, wir müssen jetzt beide ganz schnell ein Deck zusammenstellen. Okay, alles klar. Wir machen irgendwas, okay? Warte, ich sag dir eine Klasse und du sagst mir eine Klasse, okay? Komm, geben wir uns zwei Klassen gegenseitig. Nein, ich wollte jetzt. Ach komm. Ach Mann, okay. Dann musst du jetzt den Rogue spielen. Alles klar, und du ein Hunter. Nein, ich will nicht den Hunter spielen. Doch, du musst. Aber ich habe für den Rogue nur 10 von 20 Basic Cards. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, naja, Hunter ist auch keine gute Idee. Okay, dann schaffen wir nochmal. Ich darf nicht Hunter geben, du darfst mir nicht Rogue geben. Du darfst mir aber auch nicht Hunter geben, weil ich hatte auch keine Basic Cards. Okay, jetzt habe ich aus Versehen hier auf Automatik auffüllen gedrückt. Das ist eine geile Idee. Das ist eine coole Idee. Das machen wir jetzt. Okay, pass auf. Aber trotzdem nicht die Klassen, die wir gerade gesagt haben. Genau. Du musst jetzt spielen. Einen Druiden. Druiden, alles klar. Und ich? Und du musst spielen einen Warrior, weil ich ihn gerade die ganze Zeit gespielt habe. Alles klar. Okay, dann machst du auf, drückst auf Done und machst auf automatisch auffüllen. Okay. Fertig. Heilige Scheiße. Das ist mein Deck. Ich guck nochmal kurz rein. Ich guck nicht rein. Ich lass mich überraschen. Das macht Spaß. Sowas müsste man häufiger machen. Was? Warte mal. Was ist denn? Mein Deck. Schick mir nochmal eine Anfrage, aber was zum Teufel ist mit meinem Deck los? Warum? Ja, was denn? Ist schon okay. Sobald ich die eine Karte spiele, sage ich Bescheid, was los ist. Okay. Bei mir ist mein Druid irgendwie so durchgestrichen. Kann ihn irgendwie nicht auswählen. Du hast nicht alle Karten drin. Du hast keine 30 Karten drin. Du hast irgendwas rausgenommen. Was? Hab ich nicht? Hast du einen Druid? Dann 30, 35 Karten. Echt? Ja, Moment, dann müsste es nicht gehen. Eigentlich müsstest du ihn dann aussuchen. Die sind nur durchgeschrieben, weil die 30 Karten drin. Nee, keine Ahnung, es war wohl ein Bug oder so. Also ich hatte gerade eben, als ich bei My Collections war, 35 Karten. Nee, sonst hätte ich ja sicherlich Starlark rausgenommen oder Fugen hinzugefügt, aber so habe ich nur Starlark drin. Geil! Sowas passiert halt. Vielleicht habe ich ja auch so einen Starlark oder Fugen drin und ich habe es noch nicht gesehen. Leicht, ja. Was zieht das eine neue Karte, glaube ich? Genau. Ach du Scheiße. War nicht so coole Karten hier gerade. Ich auch nicht. Vor der habe ich eh Angst. Der ist ganz gut. Okay. Leider, okay. Ich mache jetzt schon mal was ganz Krasses. Chat. Das ist echt so suboptimal, wie alles gerade hier läuft, aber okay. Ja, ich meine, hier läuft ja auch nichts. Guck dir das mal an, geil. Das beruhigt mich auf eine Art und Weise. Oh. Ich glaube, beide Decks sind halt super kacke und wir müssen gucken, was wir draus machen. Oh nein, White Girl. Oh no. Oh no. Oh Gott, okay. Ja, stimmt, ich erwarte die ganze Zeit, dass irgendwelche Serious-Karten kommen, aber eigentlich kann ja nur Shit kommen. So. Kann nur Shit kommen. Wobei, es natürlich können auch Serious-Karten da drin sein. Ach.
Ey, das müssen wir ganz viel machen, solche so Turniere, wo man Random Decks spielen muss. Wie geil ist das denn? Man kann es nicht überwachen, ne? Okay, scheiße. Das ist nicht cool. Oh shit. Ich napp. Ich wusste nicht, dass er in der derzeitigen Runde direkt einen Mana-Kristall gibt. Oh no. Oh, guck mal hier. Showing. Oh, schöne Karte hast du in deinem Deck. Schwinge Ding Ding. Wow. Nice Combo. Was? Moondyke Port. Dein Ding. Nein. Okay, danke für die Karte. Na, danke für nochmal die Karte. Was schon, ist ja schon. Aber es ist nur Shit jetzt auf der Hand, verdammte Kacke. Oh. What are you looking at? Okay. Folgendes. Der Chat hat sich aber beruhigt. Drei Mana. Zwei Mana. Vier, warte mal. Fünf, sechs. Was rennst du da durch? Wir müssen sorgen, ne? Execute. Okay. Oh Gott. Der Ogre ist tot. Holy shit. Das ist gut. Immer wenn der Ogre tot ist, ist das sehr gut. Oh, Banjo de la Close ist da. Hallöchen. Ja, okay. Ich kann sagen, mein Tadios-Kombo. Nice. Was für schöne Sachen hast du da? Oh, das ist ja super. Bin gespannt, ob ich in mein Deck irgendwas reingetan habe, um große Minions zu removen. Ich glaube, die Kiste ist zu, Digga. Unglaublich. Fast wie eigentlich, als wenn man das Deck zusammengestellt hätte, oder was? Hättest du nicht sogar noch mit deinem Warsong angreifen können, in mein Vieh rein? In mein Starlark? Ich hätte ziemlich viel machen können. Wieso denn mit dem Warsong, hä? Ja, dann hättest du ja noch mal einen Charge mehr bekommen auf dein Vieh. Noch einen, zwei sogar, glaube ich. Ja, zwei. Zwei, aber ich war ja schon tot. Heilige Scheiße. Ah, der hat den Charge bekommen wegen dem Warsong, ne? Genau. Ah. So sieht's aus. Okay, ich würde sagen, noch mal so ein Fun-Ding, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Lass auf jeden Fall ein neues machen. Ja, auf jeden Fall, okay. Okay, du musst spielen einen Schaman. Okay. Und du spielst einen Rogue. Ah, fuck. Ich hasse Rogue. So sehr. Done. Yes. Hey, danke, Ivy. Moondyke God fished. Okay, ich guck's mir auch gar nicht erst an. Ich lass mich überraschen. Ich lade dich ein. Zu einer Partie kaputt gehen. Okay, Rogue ist die Klasse, die ich am wenigsten gespielt habe. Ich habe eigentlich jede Klasse relativ viel gespielt. Also ungefähr gleich viel. Aber der Rogue hängt halt hart hinterher. Ach du Scheiße. Oh ja, yeah, okay. Alles klar. Wünsche ihm Glück bei den vier neuen Karten. Was hast du, Schamane? Ach du liebe Zeit. Oh, komm, cool. Mach mal alles weg. Das macht richtig Laune. Was ist denn das nochmal? Oh, shit. Diese Karte, die niemand spielt. Oh, völlig zu... Mhm. Oh.
Ist gerade echt schwer, irgendwas hier auf Curve zu spielen. Schwer, hier überhaupt was zu spielen. Wenn ich bloß wüsste, was ich noch so im Deck habe. Ja, das ist genau das Ding. Jede Runde wäre ich zu neu. Ich werde immer überrascht so. Oh. Das finde ich aber, das finde ich aber geil. Okay, was machen wir? Das ist so ein bisschen wie Arena, nur noch unpredictable. Noch krasser. This is our town, Scrub. Yeah, okay, diese Karte, Leute, die ihr jetzt sehen könnt hier und die ich jetzt nicht verraten werde, ist die useless, schlimmste Karte, die es gibt auf der Welt. Behaupte ich jetzt. Nenn du mir doch eine useless Karte und ich sag dir meine useless Karte. Okay, ich nenne sie dir, ja? Okay. Der Fellreaver. Fellreaver. Der hat halt 8-8. Ah. Aber der ist vor allem ganz cool. Aber immer, wenn mein Gegner eine Karte spielt, werden die drei obersten Karten aus meinem Deck verbrannt. Ja, ich könnte schon ziemlich dein Deck verbrennen. Allerdings, ne, wenn du natürlich fix machen möchtest. Ich meine, du kriegst natürlich keinen Fatigue. Das ist richtig. Ach du Kacke. Wäre gut, wenn du das ganz am Ende in dein Deck findest. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Das ist doch scheiße. Und ich finde das recht gut. Ah. Oh. Ist doch gut für Rush. Ja, generell ja. Okay. Aber dann verlierst du da auch immer deine drei wichtigsten Karten wahrscheinlich. What? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Tja, ich muss das auch mal Glück haben, ne? Das ist nicht dein fucking Ernst. Mein Dancing Swords und Windspeak hat. Das siehst du mal, wie ich mich fühle, wenn ich einen 15 Attack. Was war das nochmal? Fall-Living Berserker da vor mir sehe. Scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt das hier spielen. Um den hier loszuwerden. Das ist doch kacke. Oh nein. Immerhin ziehe ich eine Karte. Ich muss das machen. Ich muss das machen. Und ich muss das machen. Au, hauen. Was total bescheuert ist. Arr. Das ist übel. Fühle mit dir. Hast du eigentlich Titan Souls gespielt? Ich hab's nur bei dir gesehen, jetzt gerade eben. Dabei gespielt habe ich noch nie, ne? Ich fand das, immer wenn ich nur so kurz Bilder gesehen habe, davon fand ich das irgendwie scheiße, weil ich nicht wusste, wie es tatsächlich geht. Aber die Spielmechanik an sich ist richtig cool. Du kannst halt nur mit diesem einen Pfeil schießen und du kannst wegspringen. Und du kannst den Pfeil noch zurückziehen. Und auch auf dem Rückweg macht der Pfeil Schaden. Und du bist ein One-Hit-Kill und die Bosse eigentlich auch. Und du musst halt immer bei den Bossen, du hast halt nur Bosse als Feinde. Du hast keine normalen Bosse, keine normalen Feinde. Und du musst halt immer die Taktik rausfinden und dann den Boss kaputt machen. Das macht super viel Spaß. Sehr cooles Spiel. Ich muss übrigens dazu sagen, ich bin mega untalentiert, was solche Spiele angeht. Okay. Aber wirklich extrem untalentiert. Okay. Ich hab's noch nie gesehen. Ich hab Mittelgefühl. Glaub mir, wie oft du bei diesem Tentakelmonster gestorben bist, das war mehrhaft. Das war so kacke. Fühlt wie so ein Hentai. Ich habe auch keinerlei Combo oder so. Irgendwie nichts. Aber immerhin, also die Nummer, die du eben gerissen hast, mit dem 2x4 Schaden, die hat ein bisschen was gebracht. Und da habe ich ja nochmal 4 Schaden von dem Ding gefressen, weil ich es töten musste mit meiner Waffe. Ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Ich sag's dir. Ja, genau. Okay, GG. GG. WP! GG, well played. Ich glaube, diesmal hast du das Arschloch-Deck bekommen. Yep! Was war denn jetzt die Useless-Karte? Hast du das schon gesagt gehabt? Na, die hier. Achso, ach, natürlich hast du das schon gesagt gehabt. Ja, ne? Jetzt das schreiben hier die Leute, deswegen spielt Firebatsy bei Turnieren, weil sie scheiße ist, genau. Na, ich weiß doch, dass die Karte nicht tatsächlich völlig useless ist, sonst gäbe es sie wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich persönlich, guck mal hier. Isera, hattest du dabei. Ich hatte Isera im Deck. Die ist jetzt baden gegangen. Tschüss. Danke. Okay, nicht, dass sie mich jetzt noch gerettet hätte, aber... Was, hast du noch direkten Schaden, oder was? Digga. Mach mich nicht fertig. Das ist so ehrenlos mit diesen Pfeilen, oder? Ja, ich habe tatsächlich noch direkten Schaden gehabt. Jetzt verbrennen wir nochmal 3 Karten. Das ist unnötig.
Es ist unnötig. Es ist einfach unnötig. Es ist einfach ein Tritt in die Eier. Okay, pass auf. Eins machen wir noch. Eins machen wir noch, komm. Eins machen wir noch. My Collection. Okay, alles klar.